Mit der Ankündigung 2010 aus XCOM einen First-Person-Shooter machen zu wollen, war kaum ein Fan der Strategiereihe so richtig zufrieden. Also nahm sich Entwickler 2K Marine der Kritik an und schmiss einen Teil des Konzepts über den Haufen. 3 Jahre nach der ersten Ankündigung präsentieren uns die Macher nun The Bureau, XCOM Declassified. Aus dem Ego-Shooter wird ein Third-Person-Deckungsshooter mit starkem taktischen Einschlag. Klingt gut. Und erste Spielszenen aus dem neuen XCOM-Shooter haben wir auch schon. Hier entdecken Carter und sein Team, aktuell bestehend aus einem Engineer und einem Kommandotypen, eine Alien-Patrouille, die wir gleich aufs Korn nehmen. Wir suchen Deckung und beginnen mit den taktischen Anweisungen, die controlleroptimiert per Kreisauswahlmenü gegeben werden. Unser Engineer soll eine Landmine platzieren, während Commando Jacobson die Brut in unsere Richtung locken soll. Und zack. Alternativ können wir an dieser Stelle auch eine Scattergranate werfen, um die Aliens auseinanderzutreiben und den Überraschungseffekt für uns zu nutzen. Etwas später ist die Lage unübersichtlicher und wir versuchen uns langsam aber sicher voranzukämpfen. Sollte uns mal die Lebensenergie flöten gehen, können wir sie per Heilfunktion wieder zurückgewinnen. Eine weitere Fähigkeit, die Protagonist Carter hier bereits besitzt, ist das Anheben von Dingen oder auch Gegnern. Hier wenden wir das mal zu Demonstrationszwecken am Scharfschützen oben auf dem Gebäude an. Der Effekt, der Typ ist seine Deckung los und damit ein leichtes Ziel für unsere Kollegen. Gestartet werden die Missionen vom Büro aus. Laut Entwickler können wir Haupt- als auch Nebenmissionen beliebig starten. Eine strikte Reihenfolge, nach der wir die Mission angehen müssen, gibt es nicht. The Bureau kommt durch den Taktikeinschlag nah ans Strategievorbild heran. Das dürfte Fans durchaus gefallen. Allerdings müssen die Macher noch ordentlich am Balancing feilen und Fehler ausmerzen. Nur dann klappt's auch mit dem XCOM-Shooter, der am 23. August für PC, Xbox 360 und PlayStation 3 erscheint.